Hey Freunde, was geht ab, mein Name? Hey Freunde, was geht ab und willkommen heute zurück zu einer weiteren Folge von... Ist das witzig? Warum bist du so komisch? Okay. Warum bist du so komisch? So komisch? So komisch? Willkommen wieder zurück zu dieser wunderschönen Naturfauna als auch eine Sauna. Das war mal wieder ein witziger Witz. Okay. Meine werten Damen und Herren, heute gibt es wieder ein paar witzige Räume, die wir gemeinsam vorbereitet haben, die wir euch gerne gegenseitig uns präsentieren wollen. Das wollte ich sagen. Lasst Schere, Stein, Papier. Der Verlierer fängt an. Komm. Schere, Stein, Papier. Tja. Ah, tja, ja. Tja, ja. Niemals. Tja, ja. Doch eigentlich immer Stein. Hä, hey, Lars weiß gar nicht, wie man Stein schreibt. Du hast in der Schule nur gelernt, wie man Stein schreibt. Und das ist auch noch falsch, ne? Ja. Yeah. Okay, gut, Lars. Jüt. Ich fange an. Also du Lars zuerst. Lars zuerst. Also du darfst bei mir einfach so den Raum öffnen und einfach losgehen. Warte, ich muss kurz nochmal einen Zip nehmen. Hier. Ich nehme gerne einen Zip. Okay, Leute, das ganze Ding an. Die Flasche ist einfach verschwunden. Okay, 3, 2, 1, let's go. Das ist doch ein witziger Hund, oder? Schon lustig, ja. Aber das, was dich dahinter erwartet, das ist viel besser. Das war so klar. Das war so klar. So, ah, nein! Ich mache hier das ganze Feld kaputt. Wo bin ich? Wo bist du? Ich weiß es nicht. Hol mich zurück. Also, für die Leute, die das noch nicht verstanden haben, Lars ist jetzt auf diese Pressure Plate draufgegangen. Wenn man da drauf geht, wird man teleportiert. Ja, dann fliegt man hier runter. Dann stirbt man. Denn die Bilder waren nur eine Ablenkung. Alter. Ja, Junge, das ist... Also ein bisschen musste ich schon lachen, aber das auch nur, weil ich gewusst habe, was passiert. Ich bin da reingelaufen, ich sehe so direkt diese Pressure Plates. Denke so, soll ich jetzt da drauf gehen? Soll ich jetzt nicht da drauf gehen? Ich muss sagen, die waren schon wack versteckt. Aus dem Grund halt so, deswegen musste ich halt lachen. Eigentlich hast du nur gelacht, weil die Pressure Plates so schlecht versteckt waren. Guck mal, wenn man da durchläuft, sieht man die so direkt, gell? Sogar der Boden von den Pressure Plates wurde einfach in einer anderen Farbe gebaut. Ist halt echt. Das ist so schlecht. Ja, okay. Einfach ein Lacher dafür, dass es so schlecht war. Ja. Aber den nimmst du mit, auf jeden Fall. Ich nehme den mit. Okay, gut. Dann ich stehe vor deinem Vorhang und du musst mir nur Bescheid geben, wann du ready bist. Okay. Das sieht so dumm aus. Oh Gott. Wait a minute. Stop. Wait a minute. So, warte. Ich bin nicht mal sicher. Ich glaube, das hier ist richtig. Warte. So, ja, gut. Zack, okay. Warte, noch einen Moment. Alles gut. Ich habe Zeit. Ich schaue mir gerne immer diesen Vorhang an. Öffnen. Ich darf öffnen? Ja. Okay. 3, 2, 1. Hallo! It's me, Mario! Hallo, Mario. Kommen Sie rein! Oh, okay. Ich darf reinkommen. Okay. Oh, ja. Gehen Sie bitte hier in meine Röhre. Oh yeah! In die Röhre? Oh yeah! Okay. Oh mein Gott! Alter! Was macht Aerosol? Hä? Oh, was macht der Aerosol? Keine Ahnung, was Aerosol macht. Und warum ist das so ein Streifen? Warum bin ich auf einmal so schnell hier drin? Wenn er in Lars Röhre Larsa. Ist. Was macht Aerosol, wenn er in Lars seine Röhre ist? Oh yeah! Was macht er denn dann? Er stirbt. Oh nein, du bist nicht tot. Ich war nicht im Game-Mode. Aua. Oh yeah. Oh yeah. Du musst dir sagen, dass ich aus dem Game-Mode rausgehen muss. Ja, ja. Ist gut, aber es war trotzdem nice. Ja, ist doch schon gut. Ich hab schon gelacht. Ich hab gelacht einfach nur, weil ich da in eine Röhre reinklettern musste. Ja, das war schon witzig. Da kannst du dir safe den Punkt geben. Ich fand ihn ganz gut. Warte, muss ich mir kurz dingsen. Oh yeah. Okay, ich bin als nächster dran, gell? Ja. Okay. Das wird jetzt hart. Das wird hart. Oh nein. Wenn du singen musst, oder wenn du singst, Roman, bitte sing nicht. Bitte sing nicht. Ich glaube, ich muss mich hier hinstellen auf den roten Kreis, ne? So wahrscheinlich. Okay. Ja, genau. Du kannst dich schon mal auf den roten Kreis stellen. Oh yeah. Ah, warte. Ich muss noch kurz was abholen. Warte. Wir fangen gleich an. Kann ich Mario gut nachmachen? Ja, schon ein bisschen. Ich hab, Mann, der...
Okay, du kannst anfangen. Okay. 3, 2, 1. Hoje! Hallo, guten Tag. Kennen Hallo. Sie das? Sie sind in Ihrem Badezimmer und legen erstmal ein dickes Ei. Nun ja, dieses Ei verschwindet ja nicht von alleine. Und deswegen habe ich heute den Pupomato Entsorgomato erfunden. Ah, ja. Das funktioniert so. Sie legen ihr Ei ganz gemütlich in ihre Toilette und ihre Ausscheidung oder was auch immer sie da fabrizieren, wird direkt weggespült, ohne dass das jemals irgendwo hinkommen kann. Schauen Sie hin. Ich lege ein Ei. Und schon wird das ganze Zeug weggespült. Regnet das ja Kacke? Oder was? Es regnet wirklich. Und Sie sehen, durch dieses Lüftungssystem habe ich ein System erfunden, welches die Kacke richtig gut entsorgt. Und zwar direkt auf die Zuschauer dieser Sendung. Buh! Wie fandest du meine Erfindung? Ja, also ich musste lachen, aber nur weil du gesagt hast, die Ausscheidung. Okay, gut. Dann gibt es einen Punkt. Yeah! Okay. Gut. Die Ausscheidung ist es. Okay. Wahrscheinlich muss ich jetzt hier kurz Skinny Mini. Warte. Skinny Mini. Oh nein. Oh my gosh, you know what it is, man. Was ist es denn, man? Du wirst jetzt richtig leiden. Bitte nicht. Oh. Bitte sag mir nicht, dass es schlimm ist. Warte, ich muss hier kurz noch den einen Skin hinzufügen. Oh, Bro. Oh. Muss ich irgendwie besonders stehen oder so? Ich kann nicht mehr. Warte. Eigentlich, warte, ich flieg gleich Dings. So. Okay. Okay. Moment. Alles gut. Okay, dann mach dich bereit. Okay. Ist offen? Ich zähl runter. 3, 2, 1, los! Seid ihr bereit für das? Jetzt. Seid ihr bereit? Nicht lachen, sonst gilt der Punkt. Ja. Okay. 3, 2, 1. Seid ihr bereit für das neue, leistungsstärkste Auto der Weltgeschichte? Juhu! Das hier ist mein neues Auto. Warum siehst du so ultra dumm aus? Ich bin Baby Yoda. Was so ein Kabelschein. So eine Autoshow ist das. Jeha! Und hier ist der Preis für das beste Auto der Welt. Das ist aber wieder Kacke in einem Pokal, gell? Und ein paar Würstchen. Und Würstchen. Willst du auch mal eine nice Runde drehen mit dem besten Auto? Ja, das, so eine Autoshow ist schon richtig nice, muss ich sagen. Ja, okay, komm, gib dir den Punkt. Jawohl. Das war schon kurz dieses Typ Baby Yoda. Der ist richtig geil. Warum eigentlich Baby Yoda, gell? So randomer geht's gar nicht. Okay. Baby Yoda hat mich aber zum Lachen gebracht. Okay. Oh nein, das ist das Schlimmste bei mir. Oh nein, wenn du singen musst, ist alles gut. Wenn du nicht singen musst, meine ich. Oh nein. Ich sehe manchmal einfach so, der Vorhang buggt manchmal. Ja, manchmal kommt da der Vorhang so durch. Okay. Es wird wieder Zeit. Du kannst aufmachen. Hast du? Ich hab grad was getrunken. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Okay. Zähl runter und mach dann auf. 3, 2, 1, BAM! Ist jetzt offen? Ja. Meine werten Damen und Herren, es ist wieder so. Das hat nicht mal zur Show gehört, oder? Nein. Albert und Raphael, setzt euch bitte. Hä, der sitzt auf mir, geh weg. Setz dich um, Lars, da sitzt schon Raphael. Da sitzt Albert, Lars, setz dich jetzt rechts daneben. Ist Albert, weil er ein Albatraus ist? Albatraus? Okay.
auf dem Donnerbalken saßen zwei Gestalten. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Dritte, setzte sich in die Mitte und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Vierte, der sich gleich beschmierte und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Und dann kam der Fünfte, der die Scheiße schäumte und sie schrien nach Klopapier. Und sie schrien nach Klopapier, Klopapier. Du hast einfach... Ich hab gelacht, bevor es überhaupt losging. Du hast gelacht, bevor es überhaupt losging, weil ich die Tür nicht zugekriegt habe. Wow, weißt dieser Lacher war so richtig unverdient. Die Sache ist einfach, dass ich erwarte halt so Sachen, weißt du? Und wenn dann was Unerwartetes kommt, finde ich das halt viel witziger als wenn, ja. Weißt du, ich meine? Ja. Und hier, Roman, geh in den Game-Mode Zero. Upsa. Okay, Roman, geh Game-Mode Zero. Okay. Alles klar. Das müssen wir jetzt immer an die Dings hängen, sonst... Ja, wir brauchen immer diese Schilder ab jetzt, ja. Okay, gut. Oh nein, okay. Moment, noch kurz einen Röpse ablassen. Okay, let's go. Okay. Bist du bereit? Ich mach einfach auf, oder wie? Okay. Warte, ich komm zu dir. Okay. Sind Sie bereit für eine weitere nice Show? Klatschrapp. Let's go! Oh, hier sehen Sie eine dicke Junge mit einem Fußball. Mit einem Fußball. Bitte gehen Sie durch die nächste Tür. Oh, das hatten wir doch schon, dieses Bild. Hier sehen Sie eine dicke Junge mit... eine dicke Junge. Oh, und wenn Sie jetzt weiter... Ah! Oh, what is going... Ich bin aber nicht gestorben. What is going on here? Okay, das war low. Alles klar. Das war wirklich low. Das war richtig low. Aber du musstest trotzdem bei dem dicken Jungen musstest du trotzdem wieder lachen. Hä, hab ich da wirklich gelacht? Nee, ist egal. Ich denke, das ist wirklich, ich hab da nicht gelacht. Okay. Ich hab da nicht gelacht. Ja, du hast nicht gelacht. Okay, das war dafür gebe ich mir Mitleidspunkt kriege ich. Was? Nein, kein Mitleidspunkt. Oh nein, jetzt habe ich den Hebel kaputt geschlagen. Hast du den Hebel kaputt geschlagen? Okay, ich habe mir hier den Punkt gegeben. Okay, den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Gut, du hast 3 Stück. Okay, jetzt wird's hart. Jetzt wird's ein knappes Ding. Boah, aber da wird's richtig schwer, nicht zu lachen, Lars. Junge, wenn ich jetzt wieder lachen muss, so, dann ist die Folge eh zu Ende. Weil es steht dann 2-4, dann ist es zu Ende. Okay. Nee, aber deins werden wir uns ja safe nochmal geben. Okay. Hier ist eine dicke Junge mit einem Fußball. Okay, okay, okay. Bist du ready oder was? Ja, bin ich. Okay, dann 3, 2, 1, 9. Go. Hallo, meine werten Damen. Hallo, meine werten Damen und Herren, mein Name ist Roman, ich bin heute Ihr Moderator. Ich kick mir eben kurz eine kleine Wurst, bevor es losgeht. Genau, meine werten Damen und Herren, heute hier mit den Top 3 Witzen aus ganz Deutschland und Europa. Gerthold, kannst du mir das kurz rübersenden? Ja, Gerthold? Alles klar, der hat mir das kurz rübergesendet. Alles klar. Hier auf Platz Nummer 3. Welchen Tisch kann man essen? Den Nachtisch. Okay. Unser Publikum ist heute wieder sehr aufgeregt. Sie wissen die Witze ja schon anscheinend. Platz Nummer 2 belegt. Lache und die Welt lacht mit dir. Furze und die Welt hört auf zu lachen. Wow. Was ein guter der erste Platz, wahnsinnig schön. Und zwar geheimnisvolle Stimme sagt: Ich schwebe über dir und brauche Blut von dir. Und Fritzchen sagt: Ich sitze unter dir und brauche Klopapier. Nein. Doch, du hast gelacht. Oh mein Gott. Oh, Kacke. Oh mein Gott, ich hätte niemals gedacht, dass du da lachst. Oh mein Gott, ja, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich habe heute einfach bei jedem Ding einen Lacher rausgeholt. Oh, ja, aber das war low. Ich musste lachen, als du gesagt hast. Und hast du gelacht? Nicht so. Nein. Mach ja, die Kacke hier zu, weg damit. Okay. Demonstrier uns dein. Naja, aber wenn ich jetzt gewinne, dann habe ich trotzdem gewonnen, weil ich Sieger der Herzen bin. Du bist safe Sieger der Herzen diesmal. Och Mann, jetzt muss ich schon wieder Skinny Mini 1, 2, 3. Ich war fast die ganze Zeit im Anzug heute. Edel. Fandest du das witzig, als ich die Wurst gegessen habe? Nein.
Okay, warte, nochmal kurz durchlesen. Mhm, okay. Okay, du zählst runter? Das macht eh keinen Sinn mehr. Warum mache ich mich jetzt noch zum Affen? Ja, ich zähl runter. 3, 2, 1, let's go. Ist es eine Bodenschau? Oh, verdammt, das ist noch nicht mein Einsatz. Ich begrüße Sie zu unserer Bodenschau. Er ist jetzt noch nicht mein Einsatz. Oh, noch nicht mein Einsatz. Das sieht so dumm aus, dieser Klaus. Das ist einfach so eine Obdachlose. Fangen wir an mit der großartigen Hanna. Oh nein, das ist so ein Müll. Wie kommt man nur auf so einen Müll, Mann? Aber die Mondschau sieht richtig nice aus, diese Blöcke, Alter. Was für ein wunderbarer Auftritt von ihr. Heiner kaut auch dabei. Wunderbar, sagt er. Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, wer ist denn das hier? Komm hier zu Hanna. Oh, Hanna hat einfach so ein Fischkostüm an. Wow, das ist wirklich sehr schön, Hanna. Wahnsinn. Ich möchte aber die schöne Prinzessin da hinten sehen. Was? Die Hanna hat auf den Laufsteg gekackt. Welch eine entzückende Jungfrau. Oh, das ist ja toll. Das ist ja witzig. Aber jetzt kommt mein absoluter Favorit. Larisa! Hi! Hey, hey! Na? Hey, hey. Wie geht's denn so? Ehre-Boss. Da spricht ein Fisch, der heißt einfach Ehre-Boss. Bleib jetzt hier, das ist meine Show. Ja, was war's hier? Die Leute einfach auf den Boden und es springt ein Fisch mit Ehre-Boss einfach herum. Das ist einfach Ehre-Boss. Okay, meine werten Damen und Herren, das war safe ein Lacher von mir und damit steht es am Ende des Tages jetzt wie viel? 3 zu 4? 3 zu 4, ja. 3 zu 4 für mich, meine werten Damen und Herren. 3 zu 4, das sage ich dir. Wobei beim ersten war es bei mir ganz knapp, aber da hast du trotzdem gelacht wegen den Pressure Plates. War aber wieder ganz knapp. Wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zusehen. Danke an euch, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Und ciao!